Hallo Vicky, das ist ein Tutorial über Video-Debriefing und zwar das Video-Debriefing im Syndeck. Neben den Kameras im Esszimmer haben wir auch diese Kamera hier im Schlafzimmer und jene im Schlafzimmer. Vielleicht sieht man hier den Bildausschnitt besser. Herzlich willkommen im Syndeck. Wie benutze ich das Video-Debriefing-System im Syndeck und vor allem, was haben wir da verbaut? Wir haben im Wohn-Ess-Bereich unter dieser großen Lampe über dem Esstisch ein Mikrofon verbaut. Wir haben über dem Schreibtisch eine drehschwenkneigbare Kamera verbaut, die auch optisch zoomen kann. Und wir haben in der Ecke gegenüber eine Kamera verbaut, die fest montiert ist, die also nicht gedreht, geschwenkt oder geneigt werden kann. Hier im Hauswirtschaftsraum oder auch im Technikraum haben wir ein Mischpult, das nutzen wir als Vorverstärker. Kanal 1 ist im Moment auf Essen eingestellt, Kanal 2 auf Schlafen, das heißt auf die jeweiligen Zimmer. Wir haben hier einen Steckdosenaktor, im Moment ist der auf ausgestellt, das heißt, dieses Mischpult hat keine Spannungsversorgung und funktioniert demnach nicht. Wir haben hier einen Switch, der auch die Stromversorgung für die Kameras liefert. Das heißt, wenn mal eine Kamera ausgeschaltet werden muss, kann man schauen, wo welche Kamera ist. Wenn ich jetzt, weil sie abgestürzt ist, die Kamera im Schlafzimmer an der Ecke vom Netz nehmen müsste, dann drücke ich hier sanft diesen Widerhaken. Ziehe den Stecker sanft und ohne Gewalt aus dem Switch raus und stecke dann hinterher nach entsprechender Wartezeit das Ganze wieder ein. Und hier unten haben wir, nur der Vollständigkeit halber, da muss man nichts machen, zweimal so einen Audio-Converter und einmal diesen Hauptrechner, auf dem die Simcatcher-Software läuft. Hier im Schlafzimmer haben wir über dem Bett eine festmontierte Kamera, die eben nicht geschwenkt oder gedreht werden kann. Wir haben hier oben ein Mikrofon und wir haben in der Ecke gegenüber eine PTZ-Kamera, das heißt eine Kamera, die gedreht, geschwenkt und optisch gezoomt werden kann. Das sind die Räume, also Küche und Esszimmer für die Akteure. Und hier hinter diesem Vorhang versteckt sich der Debriefing-Raum. Der enthält jede Menge Technik, die nichts mit dem Debriefing zu tun hat. Wir haben hier einen Laptop, wir haben hier ein paar Sitzmöglichkeiten und einen größeren Fernseher. Der Rechner, der sollte über diesen USB-Hub mit dem Netzwerkkabel verbunden sein. Die Kabel münden alle hier in dieser weißen Spirale und er sollte über das weiße HDMI-Kabel mit dem Fernseher verbunden sein und auch das Stromkabel sollte auch eingesteckt sein. Es passiert manchmal, dass sich der Stecker ein Stück löst, wenn das Kabel hängen bleibt hier an der Tischkante, dann geht der Rechner aus. Das ist dann natürlich nicht ganz so günstig. Und dann haben wir noch die Fernbedienung. Mit der wird der Fernseher eingeschaltet. Es könnte auch sein, dass es hier so aussieht. Das weiße Kabel ist hier an diesem Mischer angeschlossen. Damit hier irgendein Signal kommt, muss ich den ans Stromnetz nehmen. Das mache ich, indem ich das Netzteil einstecke. Ich sehe, dass der Rechner hier auf Kanal 1 angeschlossen ist. Den kann ich hier auf diesen Tasten auswählen. Das heißt, ich drücke auf die 1. Und jetzt sollte schon der Rechner angeschlossen sein. Und weil ich jetzt auch aufnehmen möchte, wie wir das Tutorial gestalten, drücke ich hier auf die Aufnahmefunktion und sollte ab jetzt auch ein Videobild haben, das ich gleich synchronisieren kann. Was mache ich? Ich nehme den Fernseher oder die Fernbedienung und schalte einmal den Fernseher an. Der ist schon auf PC eingeschaltet.
Ich habe hier hinten einen Schalter, der adressiert den Steckdosenadapter. Da drücke ich einmal drauf, ich habe es klicken gehört und jetzt sollte die Steckdose auch eingeschaltet sein. Ich gehe aber noch mal rüber und kontrolliere das Ganze nach. Sehe ich, hier ist es eingeschaltet. Könnt ihr auch von hier aus ausschalten und einschalten. Diese Lichter haben ein bisschen Nachspannung, das kommt über die Phantomspannung. Hier dran sieht man eben, ob aus oder ein. Ja. Den Schalter verräume ich natürlich wieder. Die 1 oben, sie könnte auch mal unten sein, klebt über Magnet. So, wenn ich hier auf An-Aus drücke oder Enter, in der Regel läuft der Rechner, dann sollte er angehen. So, das Bild habe ich hier drauf und habe es auch auf dem Fernseher. Ich melde mich an und bin hier schon im Debriefing-System, weil der Letzte, der hier dran gearbeitet hat, und das war ich, es nicht ausgeschaltet hat. Die Maus geht erstmal nie, es sei denn, ich drücke auf die Maustaste, dann kommt die aus dem Stromsparmodus und dann bewegt sich auch was auf dem Bildschirm. Ich schließe mal alle Tabs, als wäre ich zum ersten Mal da. Zentral auf dem Bildschirm haben wir zwei Webseiten hinterlegt. Einmal hier das SimCapture Tutorial und einmal SimCapture selbst. Mit dem Tutorial komme ich auf einer SimDeck-Webseite raus. Hier haben wir alle Themen als Schritt-für-Schritt-Anleitung oder Probleme, die uns bekannt sind, Fehler, die bekannt sind, die wir nicht beheben können, haben wir notiert. Das sind alles Ausklappmenüs, Akkordeons, in denen wir reinschreiben, was alles wichtig sein könnte. Falls Punkte fehlen oder Fragen auftauchen, dann ergänzen wir. Deswegen gehen wir dann nicht auf die Inhalte ein. So, daneben habe ich die SimCapture-Software. Da logge ich mich einfach mit den gespeicherten Daten ein und kann dann hier oben die neue Sitzung starten. Ich kann Szenarien anlegen, ich kann Berichte mir auswerten lassen. Wir gehen hier in dem Tutorial auf alles, was in Kürze relevant ist, ein. Das heißt, ich starte eine neue Sitzung. Das Laden dauert ein bisschen, obwohl es hier auf lokalen Servern gespeichert wird. Liegt also vermutlich an der Rechnerkapazität. Ich habe hier den Videobildschirm. Ich habe die einzelnen Kameras, die kann ich aktivieren oder deaktivieren. Also was blau ist, ist angeschaltet und habe jetzt hier meine Kameras auf den S-Bereich eingeschaltet. Ich könnte Szenarien wählen, spielt für uns keine Rolle. Wir arbeiten in der Regel mit Schauspielern und nicht mit Puppen. Ich kann hier einen Titel eingeben und sagen, das ist das Tutorial zum Video-Debriefing. Die Sicherheit spielt aktuell keine Rolle. Hier geht es eher um die Cloud-Variante, die vom Produkt her eingeführt wird. Wir haben alle Daten lokal, insofern sind wir immer eingeschränkt, auch wenn wir offen sind. Der Ort ist das SimDeck, das Esszimmer, das hat eher statistische Gründe, nutzen wir aktuell nicht und ich könnte Teilnehmer zuweisen. Hier in dem Bereich kann ich den Bildbereich der Kamera verändern. Es gibt voreingestellte Werte. Da haben wir nur einmal einen nah herangezoomten Bereich. Wir sehen hier mit der Kamera über dem Schreibtisch kann ich relativ gut in irgendeinen Bereich ranzoomen. Immer das, was auf das ich draufklicke, ist dann gleich in der Bildmitte. Und wir sehen hier tatsächlich relativ gut auf die Texte. Bei der anderen Kamera kann ich durchaus auch zoomen, aber bekomme jetzt nicht diese präzisen Bilder ran. Es erscheint auch so, als könnte ich hier den Bildwinkel verändern. Letztlich wähle ich nur den Bildausschnitt aus. Wenn ich hier komplett nach draußen zoome, dann verändert sich hier nichts mehr. So,
Ich gehe auf die Voreinstellung 1, da ist der Tisch weitgehend drauf, ne? Vielleicht nehme ich den mehr ins Zentrum rein und kann dann die Aufnahme starten. Wenn ich die Aufnahme gestartet habe, kann ich den Bildbereich immer noch verändern. Ich kann auch, das ist nur eine Darstellungsfrage, ich kann hier den PTZ-Modus ausschalten. Ich kann aber vor allem Einstellungen zum Layout vornehmen. Ich kann die beiden Bilder hier horizontal oder vertikal anordnen. Und ich kann ein Bild in Bildmodus wählen. Also hier bin ich hier oben. Da Vorsicht, wenn ich jetzt hier dran klicke, dann verändere ich den Bildbereich, weil die Maus einfach auf diese Einstellung jetzt bevorzugt macht. Wenn ich hier drücke, ist es auch so. Das heißt, ich muss erst diese PTZ-Geschichte ausschalten und dann kann ich wieder die Bildausschnitte verändern. Was hat er jetzt gemacht? Das ist mir noch nie passiert. Ich glaube, an dieser Stelle beende ich erstmal die Aufnahme. Okay. Und schau mal an, also das ist jetzt die Session, die ich gerade aufgenommen habe, was da passiert ist. Ich habe am Anfang noch ein Bild, das sollte alles so passen, habe dann geschwenkt, ja, okay. Also ein Bild hatte ich von der Kamera offenbar immer, aber meine Darstellung hat sich verändert. Ich gehe zurück zu SimCapture, starte eine Neuaufnahme. Meine Bilder sind noch voreingestellt. Ich wähle wieder die Bildmitte. Dazu muss ich hier rüber gehen. So. Und starte das Ganze nochmal. Ich habe die Sprache jetzt verändert. Die ist da oben irgendwo im Deutschbereich. Da muss hier dann die Language noch drin stehen. Ich lasse es jetzt so. Also ich starte die Aufnahme und kann es nach wie vor den Bildbereich verändern. Ich versuche es nochmal mit dem Layout zu provozieren. Also kann hier die Kamera ausschalten, gehe nochmal auf das Bild im Bild und sollte jetzt eben nicht verändern können. Es sei denn, ich schalte hier unten aus. Und jetzt kann ich Dinge wieder verändern, wie ich das eben wollte. Ich möchte die Bilder horizontal angeschlossen haben. Hier kann ich in den Vollbildmodus gehen. Ist vielleicht im Debriefing-Raum ein bisschen schöner zu betrachten, wenn man nochmal ein paar Zentimeter Bild bekommt. Ich kann dann aber nicht mehr in die Annotationen gehen. Die Annotationen sind hier. Also ich kann hier mein Szenario auch nochmal umbenennen. Ja, kann sagen, das war das Tutorial Nummer 2b und kann das speichern. Die Videoaufzeichnung, die läuft dabei immer weiter. Ich könnte meine Teilnehmenden dazufügen, damit arbeiten wir nicht. Und ich kann hier vor allem Annotationen dazufügen. Ne? Also geht gleich ins Esszimmer. Wenn ich Enter drücke, passiert hier nichts. Ich muss auf das Plus drücken, dann ist auch eine Weile dieses X hier dran, das verschwindet, sobald ich dann nochmal draufklicke. Und ich habe hier die Annotation gesetzt. Ja, hab zu viel geredet, geht jetzt los. Jetzt gehe ich wirklich los. Ich bin noch zu hören über das Mikrofon, das ich bei mir trage. Und betrete jetzt das Esszimmer, sag Hallo. Ich bin hier im Raum. Ich schaue einmal auf die Kamera in der Ecke, also die starre Kamera, und einmal auf die sich bewegende Kamera. Dann kann ich mal an den Tisch ransetzen. Muss mal schauen, wie das ist, wenn ich hier irgendwelche Gegenstände nehme und damit umgehe.
eben dann doch noch aufstehen. Ich kann im ganzen Raum fliegen, kann in die eine Ecke bis zur Lampe gehen und auch in die andere Ecke und die Pflanzen streichen und kann wieder zurückkommen. Ich kann den Raum natürlich auch verlassen, deswegen haben wir zwei Türen und man sollte jetzt ganz gut abschätzen können, wenn der Ton ist. Ich gehe hier auf diesem Kanal weiter und gehe ins Schlafzimmer. Hier sollte man nicht weder hören noch sehen, auch wenn die Türen offen sind, weil nur der Ton vom Wohnzimmer mit benutzt wird. So. Jetzt mache ich noch eine Annotation ran, ist wieder zurück und speichere die über das Plus und könnte hier hinten jetzt die Annotation durchsuchen. Hier kann ich aber nichts anwenden. Hier kann ich die ganzen Annotationen herunterladen, leider nur als PDF. Ich habe einen Zeitstempel drin, ich habe den Text und ich habe das Szenario, was dazu gehört. So, am Ende beende ich einfach die Aufnahme, bestätige, dass ich mit meiner Session durch bin. Und kann jetzt hier nochmal schauen. Ob ich irgendwo hier diesen Link finde mit Login local gleich de.de. Jetzt habe ich auch dann wieder auf Deutsch umgestellt, warum auch immer das gerade auf Englisch war. Hier unten habe ich jetzt mein Tutorial, das ich zuerst erstellt habe, hier das zweite und kann das debriefen. Zum gleichen Fenster komme ich auch, wenn ich hier direkt draufklicke. Und ich habe hier die Annotationen. Also hier gehe ich dann gleich ins Esszimmer. Jetzt gehe ich wirklich los und hier sollte ich dann auch im Esszimmer sein. Ich sehe jetzt, die Kamera habe ich unvorteilhaft eingestellt. Ja, zu sehen bin ich erst relativ spät. Mit der anderen Kamera bin ich von Anfang an zu sehen. Ja. Wenn ich da fertig bin oder wenn ich es hier angeguckt habe, live im Debriefing war, kann ich über dieses Bürgermenü hier die Videos herunterladen. Wenn ich nur ein einzelnes Video herunterlade, bekomme ich direkt eine MP4-Datei oder ich lade die vollständigen Videos runter, da bekomme ich eine ZIP-Datei. Die speichere ich mir jetzt einfach mal und finde die dann, das ist das, was ich von vorher hatte, hier als zweites Tutorial. Das entpacke ich jetzt einfach mal. Na, wie geht es hier? Das kopiere ich mir einfach irgendwo hin. So, habe jetzt hier meine drei Dateien herkopiert. Was passiert? Ich habe einmal das Originalvideo als MP4 eben, wo ich dann irgendwann weiß, ich war hinten dran, habe im Video natürlich keine Annotationen mehr. Das zweite Video ist nämlich, das sollte man nicht hier hinten irgendwo sehen, ja, da tanze ich hinten im Wohnzimmer durch die Gegend. Und das dritte fordert den Chrome-Browser. Ich kann das wegklicken, in Firefox funktioniert es auch und kann jetzt hier das Video angucken. Aber wir merken, ich habe keine Annotationen mehr. Das heißt, die Annotationen sind im System gefangen. Ich kann jetzt auch nochmal das Ganze versuchen, im Chrome-Browser zu öffnen. Da habe ich aber die gleiche Symptomatik. Das heißt, keine Annotationen hier unten, keine Annotationen. Während wenn ich im System, da kann ich jetzt nochmal zurückgehen, natürlich egal, wie oft ich nochmal debriefen möchte. Ich habe meine Annotationen und die Sprungmarken dazu und kann dann eben direkt zu diesen Punkten mich bewegen.
Wenn ich fertig bin damit, dann kann ich dieses Projekt hier löschen. Wichtig ist vor allem, die gesamten Videos zu löschen. Falls wir irgendwann mal damit arbeiten, die Annotationen systematisch auszuwerten, könnte man die behalten. Im Moment löschen wir immer alles. Und damit habe ich das Projekt auch gelöscht. Ich habe jetzt nur noch dieses Tutorial, das ich zuvor erstellt habe, und weit davor hatte ich nochmal ein Trainingstutorial erstellt. Das heißt, das kann ich, wenn ich das möchte, also das war das mit dem Absturz, kann ich das hier hinten auch löschen, lösche das Ganze und bin damit fertig. Und das ist der Grundaufbau von unserem Video-Debriefing. Nochmal zusammengefasst, neue Sitzung starten, Kameras auswählen, die Sitzung eventuell benamsen, aber es kann auch direkt unten aufs Recording gegangen werden. Also wenn ich jetzt richtig schnell loslegen möchte oder auch alle vier Spuren aufnehmen möchte, dann sage ich direkt Aufnahme starten, es läuft, ich verändere es dann hinterher nochmal. Alle Kameras auf einmal. Jetzt ist die Frage, wie der Ton aufgenommen wird. Also eigentlich sollten beide Tonspuren aufgenommen werden und sich überlagern. Ich habe das so tatsächlich aber auch noch nie getestet. Ich mache noch eine Annotation. Geht ins Esszimmer, dann ins Schlafen. Und ich marschiere los. Ja, jetzt bin ich im Flur, im Schlafzimmer hört man mich vielleicht. Bin jetzt im Bereich. Ich habe gar nicht geguckt, ob ich die Kamera besser eingestellt habe. Bin auf jeden Fall hier. Jetzt sollte man mich relativ schlecht hören. Und jetzt natürlich wieder entsprechend besser, weil ich im Schlafzimmer bin. Die Frage ist, was passiert, wenn ich jetzt aus dem Bad rausgehe und weiterrede, bin ich dann noch zu hören oder nicht? Also hört man mich jetzt hier vor dem Schlafzimmer oder hört man mich jetzt hier vor dem Wohnzimmer? Das sind spannende Fragen, die wir uns nach und nach erschließen werden. Und damit beende ich auch diese Aufnahme, bestätige ich das nochmal, kann dann nochmal ins Debriefing gehen. Wenn ich jetzt das Video runterlade, sollten hier vier Videos sein, die ich alle sehen kann. Ich lade nochmal die vollständige Sitzung runter und speichere die entsprechend. Bin damit fertig. Gehe wieder auf die Downloads, habe hier die Sitzung und kann dann die einzelnen Videos angucken. Und hier ist es spannend, ist hier irgendwo der Ton, so wie er sein sollte. Hier sehe ich mich nicht. Also ist jetzt hier der Ton auf dem Video mit dabei oder nicht? Ich kann es gerade nicht hören. Aber wir werden es gemeinsam betrachten können. So, hier laufe ich durch. Und dann nochmal das für die andere Kamera auch nochmal. Ja, wo ist er? Hier ist er. Ja, in diesem Sinne verbleibe ich erstmal, wie immer. Vicky weiß nicht alles, aber wenn wir unser Wissen teilen, wissen wir alle mehr.